komme ja aus dem wunderschönen Berlin, wo die Sensibelchen ganz häufig gestreut sind. Und da hatten wir ja vor kurzer Zeit so einen Vorfall, der das alles perfekt nachgespielt hat. Vielleicht haben Sie es alle mitbekommen. Die Biologin Vollbrecht an der Humboldt-Universität wollte einen Vortrag halten, in dem es darum ging, dass sie sagt, biologisch, Freunde, gibt es zwei Geschlechter. Sie redet jetzt nicht von sozialen, alles egal. So, wurde abgesagt von der Uni, weil ist nicht vereinbar mit den Werten der Humboldt-Uni, das muss uns nicht mehr geben. Und die Frau erlebt den Shitstorm ihres Lebens und der geht bis jetzt und sie klagt dagegen alle möglichen Dinge. Und die muss sich anhören, dass sie nicht nur Hassrede verbreitet, sondern sie auch schürt. Und zwar muss man sie auf der Zunge zergehen lassen, allein durch die Aussage, dass es zwei Geschlechter gibt. Also da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber streiten, dass es irgendwie, dass man nicht widersprechen kann und so. Die fühlen sich beleidigt in dieser Aussage. Man kann auch das sehen, wie man möchte. Ich bin ja Meinungsfreiheits-Ultra. Aber was die dann daraus machen, dass das schon am Hassrede ist, das geht sie halt wirklich nicht aus. Da geht es genau darum, dass sich hier Menschen verletzt gefühlt haben durch die These, es gibt biologisch zwei Geschlechter. Sie haben diese These nicht widerlegt, sondern sie haben sich verletzt gefühlt und dadurch diese Frau zu verstummen gebracht. Und zwar nicht in irgendeinem Biotop, nicht in irgendeiner Blase, sondern an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Universität von Humboldt, die Universität von Hegel, die Universität von Schleiermacher. Eine sozusagen Ikone der Wissenschaft und der Aufklärung. Und da muss man sich schon einmal fragen. Aber man könnte gleichzeitig sagen, wenn schon Cancel Culture, dann gleich an der Wurzel, oder? Gleich an der Wurzel, ja. Na, richtig. Gibt's ja alles nicht. Die Geschichte, wie Sie sie erzählen, wahr ist, sind ja selbst Hochschullehrer, wenn ich recht informiert bin. Und Sie wissen ja sicherlich, dass es so etwas wie einen wissenschaftlichen Diskurs gibt. Und die junge Kollegin von der Universität wurde sozusagen von ihrem Lehrstuhl, von ihrem Institut, die gesagt haben, das ist genügt nicht wissenschaftlichen Standards, dazu gedrängt, diesen Vortrag nicht zu halten. Das ist was anderes, als ob da ein Mob gewesen wäre. Es gibt eine andere Geschichte der Empfindsamkeit, nämlich aus Ihrem Verlag, da hat ein öffentlich-rechtlicher Sender in Deutschland sich entschieden, Recht an einem 40 Jahre alten Film, wo ein Mann auf einem Pferd reitet, nicht mehr zu kaufen, um zu sparen. Die aus Ihrem Hause, aus dem Hause Springer, hat die Bild-Zeitung daraus gemacht, sehr empfindsam, wie ich finde, dass uns da ein Kulturgut weggenommen würde, was nicht stimmte faktisch, weil das der andere öffentlich-rechtliche Sender immer noch zeigt. Reden wir jetzt endlich über Winnetou? Ja, ja. Über Winnetou, ganz richtig. Das finde ich extrem empfindsam. Finden Sie es nicht? Also erstens, ich bin bei Welt und bei Bild. Es ist schön, was die Kollegen da drüben machen. Aber Und zweitens, ist ja auch in Ihrem Medium breit diskutiert worden. Ja, also ich bin da, erstens finde ich die Diskussion relativ lächerlich. Andererseits, also ich verstehe es als Unternehmen zu sagen, wir machen das nicht, weil wir wollen nicht. Aber wenn man sich anschaut, wie es passiert ist, nämlich aufgrund eines sehr, Shitstorm war es noch nicht, aber es haben sich sehr viele Menschen aufgeregt auf Instagram, als es hieß, da kommt ein neues Buch. Und dann hieß es eben, oh Gott, nein, Stereotype und Indianer, darf ich das überhaupt noch sagen? Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt gesagt, ich entschuldige mich. Das, der Auslöser dafür, dass sie es nicht machen, war ja die Empörung darüber. Nochmal, ist mir wirklich sehr egal, wie sich ein Verlag entscheidet, vor allem finanziell, wenn es für ihn nichts bringt, weil das Publikum zu woke ist, um das noch zu schaffen, geistig, ist in Ordnung. Aber grundsätzlich sieht man da schon, welche Dynamik da aufgeht, oder? Es kommen Menschen, die sich irgendwie empören, lustigerweise nicht Indianer, ich sag's jetzt nochmal, weil es eben so plakativ ist, sondern ganz weltbewegte Berliner, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, die sich darüber aufregen, dass das irgendwie kulturelle Aneignung wäre. Also da zu sagen, das gibt's alles nicht und Cancel Culture ist ein Humbug, finde ich halt auch schwierig. Aber das ist eigentlich eine ganz andere Diskussion. Ja. Ich würde eigentlich gern noch einmal auf das replizieren, was Sie gesagt haben, nämlich, wo verläuft die Grenze? Und ich finde, das ist eine sehr, sehr relevante Frage. Ich diskutiere wahnsinnig gern. Ich bin sehr diskussionsfreudig. Mein Mann leidet oft darunter, weil ich sehr gern auch widerspreche. Ich nehme auch oft gern die andere Position ein. Einfach nur als Spiel für den Kopf. Einfach nur, um zu denken, um mein Gehirn zu üben. Einfach die andere Position einmal zu denken. Das geht aber im Netz nicht. Wenn du das machst, dann hast du eine sozusagen Welle, wo aber keine inhaltliche Meinung mehr vorkommt. Und das würde ich genau als den Unterschied sehen. Wenn irgendwie eine inhaltliche Position in einem Posting oder in einem Mail vorhanden ist, dann ist es eine Meinungsäußerung. Und die kann auch sehr ruppig sein, die kann auch radikal sein, die kann auch brutal sein. Aber wenn keine Meinung mehr drinnen ist, sondern nur noch, ich zitiere das nicht, was ich da für Mails geklagt habe. Das kann man nicht zitieren, weil das ist so grauslich. Du irgendwas, ja, dann finde ich, hat das auch im Internet keinen Platz.
Also diese Art der Auseinandersetzung mit anderen Menschen hat im Netz keinen Platz aus meiner Sicht. Ja, die Frage ist ja dann nur, wie man es dort wieder wegkriegt. Nicht, indem man es gar nicht hinlässt oder indem man sagt, wer das dorthin kriegt, trägt, der muss damit den Konsequenzen leben, was im Wesentlichen die gleichen Konsequenzen sind wie in der analogen Welt, nämlich das Strafrecht. Ich bin komplett ausgestiegen. Ich schaue mir nichts mehr an. Ich bin nirgendwo mehr. Haben Sie es lebt sich gut ohne das, muss ich sagen. Aber die, also, ja, ist eine interessante Frage. Nicht überträgt diese eine der Thesen und auch der Befürchtungen und auch der Kritikpunkt, dass man sagt, das überträgt sich dann so von der virtuellen Welt auch in die reale. Was sind denn so Hassposter? Haben Sie jemals einen Ihrer Hassposter kennengelernt? Was sind denn das so für Leute? Ich habe das nicht gemacht. Das hat Renate Künast in Deutschland gemacht. Ich wollte mir das ehrlich gesagt nicht geben. Ich habe auch den Hass im Direkten gehabt. Also auch im persönlichen Kontakt mit anderen Menschen. Also das sind auch grausliche Geschichten, die mag ich eigentlich nicht erzählen, weil es so negativ ist und ich bin eigentlich ein positiver Mensch. Aber der Hass im Netz war auch auf der Straße zu spüren, auch von Menschen direkt, auch körperlich. Aber das ist, finde ich, jetzt die interessante Frage, wenn Sie sagen, auch heute der noch. Hass im Netz war auch auf der Straße zu spüren. Woher wissen wir eigentlich, dass das der gleiche Hass ist? Also wenn zu mir jemand sagt, du, irgendwas steigst sofort aus der U-Bahn aus, das ist mir jetzt vor 3 Wochen passiert, ich sage nicht, was der Mann zu mir gesagt hat, das Schimpfwort, aber er hat mich bedroht, ist auf mich zugegangen und ich bin dann aus der U-Bahn ausgestiegen. Aber jetzt. Wir wissen nicht einmal, ob der einen Internetanschluss hat. Also möglicherweise ist es ganz jemand anderer als die Leute, die Hasspostings haben. Und da, Herr Schlegelmann, wollte ich Sie ansprechen, weil Ihre These ist, wenn ich es richtig verstehe, warum Sie für strengere Regulierungen sind, ist, dass es in irgendeiner Form, nicht? Man sagt, also es beginnt mit Worten und endet mit Gewalt, dass also die Bedrohungen, die Beschimpfungen, dass das, was sozusagen in der virtuellen Welt der sozialen Medien, das sich aufbaut, dann auf eine gewisse Weise überschwappt ins reale Leben und die Leute, die dann sagen, Hass verbreiten im Internet, irgendwann auch Täter werden von konkreten Straftaten in der analogen Welt. Dass das eine unmittelbar zum anderen führt. Wie kann man diese These eigentlich belegen? Man kann sie belegen unter anderem mit mehreren Attentaten wie Christchurch und mehreren Nachfolgeattentaten. Also in Christchurch, Neuseeland, wo 2019 ein Attentäter 52 Muslime ermordet hat und mehrere Nachahmerattentäter initiiert hat sozusagen. Und dieser Mann, das kann man sehr klar nachzeichnen, sich radikalisiert hat im Netz, in bestimmten Netzkulturen. Und ich finde es auch sozusagen, natürlich kann es sein, dass der Mann, der Sie in der U-Bahn angesprochen hat, keinen Internetanschluss hat, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn wir sozusagen nicht im Internet sind und sagen, wir halten uns da raus und dann betrifft mich das nicht. Das ist natürlich analytisch zu kurz gesprungen, weil wir in einer Welt leben, in der wir alle in diesen sozialen Netzwerken sind, in denen wir die Enttäuschung, nicht drin? die meisten. Ja. Viele Menschen, die also diese Enttäuschung, diese sagen Arendtsche Einsamkeit spüren, mit allen verbunden zu sein, aber zugleich eben nicht verbunden zu sein, weil man sich nicht verständigen kann, also weil man sozusagen an einer großen Tafel sitzt, aber niemand redet eigentlich verständlich miteinander, dass dieses Gefühl von Einsamkeit, von Verlust kommunikativer Fähigkeit uns zu schlechteren Bürgern und Bürgerinnen macht. Also es ist nicht nur so, das glaube ich auch, dass es zu Gewalt führt, das ist empirisch auch, glaube ich, ganz gut belegt, sondern dass es uns sozusagen den Diskurs vergällt und Öffentlichkeit in einer Art und Weise verändert, die nicht gut ist für uns. Herr Liesmann, diese Überschwapp-Theorie, was halten Sie von der? Kann man das nachvollziehen, dass dann Leute, die irgendwie in den sozialen Medien posten und in eine Community reinkommen, weil ich denke mir, Attentäter von Christchurch, das sind ja Leute, die Hassverbrechen, die das lang vorher planen und eigentlich nicht durch die sozialen Medien, so wäre mein Verständnis, radikalisiert werden und dann plötzlich, obwohl sie es vorher gar nicht wollten, zu was gebracht werden in einer Übersprungshandlung, sondern die ja eher die sozialen Medien dazu nutzen, ihr lang geplantes Hassverbrechen zu inszenieren. Das ist ja wieder was anderes, nicht? Ja, das ist was anderes und natürlich gibt es sozusagen, wenn es diese Communities gibt, in der diese direkten Gewaltaufforderungen zuerst mal im Netz zirkulieren, vielleicht als Joke beginnen, als Witz beginnen, dann sozusagen ernster werden und in irgendjemandes Kopf sich das dann so präsentiert, dass er glaubt, er muss es in die Tat umsetzen, gibt es natürlich diese Logik. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann die Zahlen ansehen würde, wie viele Millionen bewegen sich in diesen
sozialen Netzwerken und wie viel werden dann tatsächlich in diesem Sinn kriminell, weiß ich jetzt nicht genau, wie dieses Verhältnis ist, so dass man sagen kann, das führt jetzt notwendigerweise dazu. Aber natürlich, also das würde ich schon sagen, sind solche Denkfiguren oder rhetorische Figuren eigentlich, die dort abzielen, die wirklich jetzt auf persönliche Beleidigung, auf Destruktion hinaus wollen, die tatsächlich die Menschen oder bestimmte Menschen, Menschengruppen glauben, verantwortlich machen zu können für alles Elend dieser Welt und deshalb müssen die weg. Ja? Das ist vom Ansatz her, finde ich, egal ob das jetzt in den sozialen Medien oder in analogen Medien sich abspielt, ist vom Ansatz her meines Erachtens wohl schon falsch gedacht. Aber diese Frage, wie sehr bringt ein bestimmtes Denken, das sich selbst als kritisch versteht oder missversteht, dann auf der anderen Seite Gewalttaten hervor und wie sehr ist dieses Denken dann dafür verantwortlich zu machen? Ich kenne diese Debatte etwa aus der Zeit, als man über die geistig Verantwortlichen der Roten Armee-Fraktion diskutiert hat. Und die Frage war, sind Theodor Adorno und Max Horkheimer, bei denen einige Mitglieder dieser RAF-Terroristen studiert hatten, sind die mitverantwortlich für diese Toten, die diese politischen Aktivisten produziert haben. Und jetzt ist natürlich so, dass in der, sozusagen einer avancierten und elaborierten Theorie nicht direkt zum Hass oder zur Tötung aufgefordert wird. Das sind mehrere Zwischenschritte. Und ich denke, soziale Medien haben auch das vereinfacht. Die haben jetzt keine wirklich elaborierte Theorie mehr, sondern da zeigt sich das schon in einer blanken, in einem blanken Willen zur Vernichtung. Und da kann man sich natürlich auch fragen, vielleicht ist hier auch etwas mit unserem Selbstverständnis schiefgegangen. Wie geht man mit Menschen um? Wie kommuniziert man prinzipiell genau mit Menschen? Aber Übersprungshandlungen oder diese Überschwabtheorie, Frau Schneider, Sie sind ja bekennender Social Media Junkie, also Sie, ist ja auch ein Suchtverhalten von vielen Menschen. Aber damit haben Sie Erfahrung. Was ist Ihr Eindruck? Einen wie großen Einfluss hat diese virtuelle Welt, in der Sie sich sehr viel bewegen, auf die reale, in der Sie ja auch Diskussionen haben, weil Sie ja so in einem kommunikativen Beruf stehen? Bin da Überraschung auch beim Herrn Liesmann eigentlich. Also ich tue mir immer schwer, eben diesen Konnex herzustellen. Ich verstehe, was Sie gesagt haben, dass da eben, wenn Attentäter das quasi so planen, aber ich frage mich dann auch immer, Henne oder Ei? Ich glaube oder ich weiß, dass die virtuelle Welt noch immer nicht mit der realen zu verwechseln ist. Also eben, wie wir schon alles besprochen haben, die Anonymität, das vom Sofa aus was liken oder so, das ist ganz was anderes. Und mir geht es persönlich so, dass ich zwar sehr viel Dreck abbekomme, aber im echten Leben ist das so nicht. Und komme tatsächlich, wenn ich dann mal mit meinen Hatern, passiert auch, ins Gespräch komme, dann ist es natürlich ganz anders. Ich habe jetzt ganz viele linke Freunde, es ist fantastisch, also die auch nett zu mir sind und mir dann jetzt wirklich ihre Kritik auch ernsthaft sagen, anderswo, also da merkt aber was man, heißt das? Sie haben es mal anders probiert, oder? Und jetzt machen Sie es vernünftig, zivilisiert, kultiviert? Ja, tatsächlich. Also ich hatte da echt einen Kandidaten, ein ganz linkes Medium in Deutschland, der mich immer angepöbelt hat. Irgendwann hat er mal direkt geschrieben und die normalerweise antwortet dann eh nicht, aber ich habe geantwortet. Wir kamen tatsächlich ins Gespräch und jetzt kritisiert er mich nach wie vor auch öffentlich, aber mit einer dermaßen, also total okay. Und damit kann ich, wie gesagt, leben. Ich bin überhaupt nicht Kritik. Aber das ist doch ein Beleg der These, dass soziale Medien eben nicht dem Verständnis dienen. Also Sie können sich ja nicht mit jedem, mit dem Sie digital kommunizieren, sich analog treffen. Vollkommen gekauft die These, aber sie ist Beleg für das genaue Gegenteil, nämlich dass die sozialen Medien... Jetzt könnte man nur sagen, müssen sie auch nicht. Bitte? Jetzt könnte man sagen, müssen sie auch nicht, die sozialen Medien. Warum sollten soziale Medien den analogen Dialog fördern müssen? Den kann man ja ohnehin jederzeit haben. Weil ich glaube, dass die Prämisse der Frage falsch ist, weil soziale Medien sind ja nicht, also es gibt die digitale Gesellschaft nicht, es ist einfach die Gesellschaft. Und es verändert natürlich, wenn wir 4 Stunden am Tag in sozialen Medien sind, verändert das natürlich unser Leben im sogenannten Analogen. Diese Trennung gibt es einfach nicht. Die Öffentlichkeit hat sich doch massiv verändert. Medien haben sich doch massiv verändert wegen des Vorhandenseins sozialer Medien. Wie Medien, auch Papiermedien wie die Welt, funktionieren, hat sich doch massiv geändert durch soziale Medien, weil sie anders funktionieren müssen. Meiner Ansicht nach krawalliger funktionieren müssen offensichtlich. Das heißt, die Funktionsart, die impliziten Techniken, wie soziale Medien gebaut sind und gesteuert sind, ändert natürlich unsere gesamte Art, wie wir uns verhalten und als Gesellschaft miteinander unterhalten.
Ich teile das auch. Ich glaube, dass soziale Medien auch spalten und dass an den Rändern mehr diskutiert wird in sogenannten Echokammern. Ich glaube, das ist eher ein Begriff, den jeder schon mal gehört hat. Ja. Also, dass man seine Meinung immer nur wiedergespielt bekommt und nicht in einen Diskurs mit der anderen Meinung gelangen kann. Also ich finde, egal ob analog oder digital, ich finde, wir brauchen eine sehr viel breitere Mitte, wo wir uns treffen können für einen Diskurs. Nicht mit Gleichdenkenden in der Echokammer sich auszutauschen, sondern wirklich einen offenen Diskurs, der einfach sehr viel breiter ist und sehr viel mehr Menschen mit hineinnimmt. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Ich würde das sehr gerne unterstreichen. Ich würde nur davor warnen, sozusagen die Zeit vor den sozialen Medien romantisch zu verklären. Nein. Also ich bin ja ohne soziale Medien aufgewachsen und habe sie auch bis jetzt ignoriert und es hat mir nicht wirklich sonderlich geschadet. Nein, ich wollte nur auf eines hinweisen, weil das Stichwort Echokammern, das interessiert mich sehr. Und ich bin ohne soziale Medien aufgewachsen, aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin natürlich in Echokammern groß geworden und die war zum Teil sozusagen in der vordigitalen Zeit noch wesentlich rigider. Es wäre mir als ehemaligen linken Studenten nie eingefallen, ganz im Gegenteil, das wäre ein Verrat gewesen, der mich sofort aus meiner Community sozusagen hinausgeworfen hätte. Es wäre mir nie eingefallen, die Tageszeitung, die Presse zu lesen. Also unseren Kooperationspartner, unseren aktuellen. Um Gottes Willen. Ja. Das war völlig klar, dass es zwei, drei Zeitungen gab, die man lesen durfte, die natürlich genau die eigene Meinung wieder gespiegelt hat. Und man hat, weil Sie das jetzt auch erwähnt haben, oder gar in Zeitungen, die vom Springer-Konzern verlegt worden waren, es wäre undenkbar, da auch einen Blick hineinzuwerfen. Man hat ohnehin gewusst, dass die alle Unrecht haben und man selber Recht. Das heißt also, bitte, man kann den sozialen Medien vieles zuschreiben, aber die Echokammern haben sie ganz sicher nicht erfunden. Ja, da muss ich trotzdem widersprechen. Es ist der Gasthaustisch, wo auch viel geschimpft worden ist in den Dörfern. Ich bin in einem Dorf groß geworden, wo auch ganz böse in ein Gasthaus über manche, also du kannst da genauso Hate Speech machen. Es wird nur nicht 100.000-fach geteilt. Das ist richtig. Und das ist ein Riesenunterschied. Ich möchte nicht, dass Bilder von mir 100.000-fach durchs Netz geschickt werden, sich nicht löschen lassen, ewig dort drinnen sind, die einfach grauslich sind. Das will ich einfach nicht. Und das ist der Unterschied. Das ist wirklich der Unterschied. Es gibt ja auch diesen berühmten Spruch, ne, was ist der Unterschied zwischen der Zeit vor und nach Facebook? Man sagt dann, früher hat nur deine Familie gewusst, dass du ein Depp bist. Ne? Das möchte ich jetzt nicht persönlich nehmen. Ja. Nein, aber das ist die Sie sehen das anders. Hate Speech auf Servus TV. Sie sehen das anders, oder? Ich sehe das alles ein bisschen anders. Ich finde ja, diese Chiffre allein, diese Spaltengesellschaft, gar nichts gegen Sie an dieser Stelle, aber ich finde das immer so ein Wort, das alles erklären soll, so wie Polarisierung. Also ich bin ja der Meinung, es gibt nicht die Gesellschaft, sondern Individuen und dass die ganz viele Meinungen haben, die dann aufeinandertreffen, klar. Und wie gesagt, immer wenn ich das sage, dann meine ich, jeder sollte sagen können, was er will und wirklich alles, aber die Grenze des Strafrechts ist die Grenze des Strafrechts. So. Und wenn wir dann eben über diese Blasen und so sprechen, also nochmal, wenn ich es auf mein Beispiel runterbreche, ich lebe alles andere in einer Blase. Liberales Leben ist sowohl in Österreich als auch in Deutschland rar gesät und ich kriege nichts mehr als andere Meinungen. Also man kann es offensichtlich schon schaffen, sich auch damit zu beschäftigen, ohne darin zu verkommen. Ich weiß, was Sie meinen, es gibt etliche Gruppen, die dann wirklich nur in dieser Ding leben, aber das große World Wide Web und alle sozialen Medien geben schon mehr her als das. Und das funktioniert auch, wenn man ein bisschen Hirn hat. Man könnte ja auch das wieder sagen, also ob man das jetzt so sieht oder so, ob die Echokammern neu oder alt sind, man könnte ja auch sagen, also bei den Algorithmen sagt man, sind schuld, nicht? Die liefern den Leuten, die soziale Medien konsumieren immer wieder nur das, was sie schon gesehen haben und machen deswegen eine immer schmalere und irgendwie halligere Echokammer. Man könnte wahrscheinlich sagen, der durchschnittliche Rapid-Ultra wird heute immer noch mit mehr durch die Algorithmen mit mehr unterschiedlichen Meinungen versorgt, als der Abonnent einer Regionalzeitung der 70er Jahre, der sich an Festtagen die FAZ auch noch gekauft hat. Also das ist ja irgendwie, wie Sie schon gesagt haben, enger war es vielleicht früher, massiver ist es heute jetzt und darüber kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Nur, es geht ja dann um das, was in die andere Richtung zurückwirkt. Wenn man jetzt sagt, so wie Sie es sagen, das schadet unserer Gesellschaft, das schadet dem Diskurs in unserer Gesellschaft, das radikalisiert unsere Gesellschaften, das spaltet unsere Gesellschaften und dann den Schluss daraus zieht und deswegen muss der Staat als Gesetzgeber und als der, der die Rahmenbedingungen für diese Gesellschaft schafft, eingreifen, gesetzlich, in die Funktionsbedingungen dieser Medien. Und dort wird es dann interessant. Ich finde, das ist jetzt keine so sonderlich überraschende und auch ehrlicherweise keine sonderlich originelle Haltung von mir. Das ist ja beispielsweise das, was Habermas im neuen Strukturwandel 1:1 sagt. Ne? Also wir haben, und was überhaupt Strukturwandel der Öffentlichkeit sagt.
wollen wir etwas, was sozusagen natürlich total idealisiert ist, ja, mit dem zwanglosen Zwang des Arguments, wollen wir das oder und wollen wir selbst als Gesellschaft, gar nicht als Staat, sondern wollen wir als Gesellschaft selber darüber bestimmen, wie Öffentlichkeit funktioniert? Oder wollen wir das an börsennotiertes Unternehmen mit seinen ganz eigenen Zwängen, die an sich auch gar nicht schlimm sind, aber wollen wir diese Zwänge bestimmen lassen, wie unsere Öffentlichkeit funktioniert? Eine kurze Zwischenfrage. Das ist die entscheidende Frage. Wie hat denn die Gesellschaft und dieses Wir, wie immer man es definieren will, wie hat denn diese Gesellschaft das früher gemacht? Wenn sie sagt, wollen wir darüber bestimmen, wer war dieses Wir? Wie haben wir darüber bestimmt, dass wir die wirklich sehr hübsche und auch etwas naive Vorstellung des Habermaschen zwanglosen Argumente austauscht und dann wird eh alles gut? Wie haben wir das organisiert? Das ist tatsächlich ganz, ganz hübsch und ganz naiv, da haben Sie recht. Ich glaube, dass die Widersprüche natürlich immer schon da waren. Natürlich, wir hatten ja auch vorher Fernsehsender, Zeitungen und so weiter. Das beschreibt Habermas ja auch genau so. Aber der Unterschied ist, dass es sozusagen plötzlich 2, 3 Unternehmen gibt, die sozusagen quer über all diese Medien liegen, weil alle anderen Medien sich den Funktionslogiken dieser sozialen Medien anneigen müssen. Es geht gar nicht anders, weil sie so mächtig sozusagen in der Öffentlichkeit liegen, weil sie so große Teile von Öffentlichkeit organisieren. Das ist etwas anderes als die Presse, der Standard oder wie ihre hübschen Zeitungen in Österreich heißen. Darf ich ganz naiv zwischenfragen, sozusagen als Nicht-Teilnehmer an dieser Mediendynamik. Also ich kenne sozusagen die sozialen Medien, wie man so schön sagt, nur aus der Literatur. ich habe immer geglaubt, ein großer Vorteil des Internets und sozusagen seiner Möglichkeiten besteht genau darin, dass wenn solche Monopole sich gebildet haben, es sofort am anderen Ende des Netzes Gegeninitiativen geben wird, weil eben jeder die Möglichkeit hat, sich hier informell zu äußern, zu organisieren, zu vernetzen, etwas aufzubauen. Auch diese Monopole sind ja entstanden aus Einzelunternehmen, Einzelinitiativen, oft von studentischer Seite her durchaus originell und sind halt gewachsen. Und kaum kommt man drauf, sozusagen, was weiß ich, auf WhatsApp funktioniert immer so gut, wird ein neuer Kanal gegründet, der wieder einen Gegenpol bildet. Ja, das heißt, hält diese Technologie nicht schon in sich eine Dynamik bereit? Ähnlich, deswegen kann man über diesen neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit von Jürgen Habermas auch durchaus sinnvoll diskutieren, ähnlich wie das von Habermas präferierte Kaffeehaus des 19. Jahrhunderts, das natürlich auch zuerst einmal ein Geschäftsmodell war und kein Modell, um die bürgerliche Gesellschaft zu etablieren. Aber eine bestimmte Form dieses Geschäftsmodells hat es immer möglich, dass man dort diskutieren konnte und Zeitungen aus aller Herren Länder lesen konnte. Und das hat sozusagen eine Informations- und Kommunikationsdynamik mit sich gebracht. Könnte man nicht auf einer anderen Ebene das für das Netz genauso sagen? Oder ist das jetzt sehr naiv? Das ist sehr naiv. Und zwar aus folgendem, ich glaube, dass das total wichtig ist, was Sie sagen, weil am Ende ist es sozusagen eine politökonomische Frage. Servus TV On, die Video- und Streaming-Plattform.